Jo Leute, willkommen zurück zum Multiplayer in Terraria. Und weil ich keinen anderen Vollidioten gefunden habe, der den anderen Hyopay hier neben mir ersetzen kann, spiele ich wieder mit dem D. Yay, ich bin unersetzbar. Er hat die Taste falsch verstanden, also irgendwie, du bist nicht unersetzbar, du bist halt im Moment der einzige Idiot, der mir über den Weg gelaufen ist. Ergo, ich bin unersetzbar. Yay! Er hat es auch irgendwie hinbekommen, das habe ich glaube ich im Ego-Cast schon erzählt, dass unsere Welt auf einer Festplatte war, die ihm abgeschmiert ist. Yay! Ich weiß zwar nicht wie, aber ups, ich sterbe! Scheiße. Direkt mal am Anfang sterben. So muss das sein. Ja, sehe ich genauso. Ich möchte da oben gerne die Sternschnuppe. Dann springen wir unten runter. So, ab in die Tiefe oder machen wir was anderes? Du kannst da runter. Geh mal arbeiten. Machst du ja selbst auch nicht. Das Ganze, also ihr werdet jetzt die nächste Zeit über das Halloween Special jedes Mal sehen, weil wir das vor Halloween aufnehmen. Und ja. Oh, daneben, direkt neben uns ist jetzt aber ein See. Also die ganze Welt ist jetzt nochmal neu bearbeitet. Wir haben ungefähr das gleiche. Das einzige, was ich jetzt gerade beim Testlauf hatte, mir ist ein Golden Bunny entgegengehoppelt und das habe ich dann mitgenommen. Voll wüst. Und wir gucken mal, ob es diesmal wieder Probleme mit dem Sound gibt oder nicht. Mal gucken. Ist ja nicht so, dass wir heute schon genug Probleme mit allem möglichen Scheiß hatten. Aber wir haben es gut aufgefangen. Seid ihr mal noch nicht so sicher. Wenn ihr morgen kein Video seht, wisst ihr, es hat nicht funktioniert. Ja, dann sehen sie aber, dass ihr auch nicht war, Hyopai. Das ist mir klar, deswegen ist das lustig. Er hat eine ganz eigene Art von Humor. Also er behauptet zumindest, das ist Humor. Das könnte auch ein Tumor sein. Ja, es könnte auch ein Tumor sein, definitiv. Das ist im Rahmen der Möglichkeiten und man muss ihn einfach bemitleiden. Oder einfach sagen, er ist ein Vollidiot. Aber ein ganz süßer. Ich dachte, heute ist deine homoerotische Seite durchgekommen. Ich bin hier auch reingekommen, da hat der Kopf schon Kerzen angehabt. Ich wollte eine gemütliche Stimmung schaffen. Und du fragst dich, warum ich nicht hier pennen will. Alter, ich müsste meinen Arsch mit dem Wachs versiegeln. Ah, dafür waren die Kerzen da. Oh, ich brüche werden schlimmer. Ich bin Game Nerv wurde geköpft. Von einer Bombe. Steht da. Ja, ich bin in eine Bombe reingetreten. Eine Sprengstofffalle. Ja, warum hast du die nicht mitgenommen? Weil ich sie nicht gesehen habe, weil es eine Falle war. Ja, aber da musst du doch nur die Augen aufmachen. So, was machen wir jetzt eigentlich? Nee. Also wir haben uns vorher noch kein Ziel gesetzt, was wir erreichen wollen. Meins war nicht zu sterben. Ziel nicht erfüllt, würde ich mal sagen. So. Guss. Ein paar neue Spitzhacken. Ja, dann machen wir. Dafür brauchen wir Gold. Bin gerade dabei. Du musst gerade Gold abbauen. Ach so. Du meinst so Gold. Nee, ja. Ich sammle gerade Viecher und verkaufe die. Moneten. Kann man das irgendwie. Ja, aber. Braucht man eine Linse? Jein. Das kommt drauf an, was du herstellen möchtest. Das ist mir schon klar. Brauchen wir die gerade? Also weg damit. Wenn wir so 250 Leben aufwärts haben, können wir langsam mal ein paar Linsen sammeln. Okay, haben wir nicht.
Pumpkins. Werden gehandhabt wie Holz. Wie Holz? Ja. Du kannst verschiedene Gegenstände daraus herstellen. Okay. Und kann platziert werden. Oh, Bunnies habe ich 6 Stück. Das sind 30 Silbermünzen. Haken? Wäre von Vorteil, kann man ganz interessante Sachen draus bauen. Ja gut, hab ich rein. Ich hab Bomben auch noch. Und Eisenerz. Brauchst du Eisenerz? Eisenerz solltest du für dich erstmal ein bisschen bunkern, weil du mal eine Eisenspitzhacke bräuchtest. Aha. Wie viel Eisenerz brauche ich dafür? Eine Menge. Was heißt eine Menge? Du brauchst 13 nein, du brauchst 12 Eisenbarren da dafür. Und ein Eisenbarren besteht nach meinem Wissen aus 3 Eisenerz. Und wie viele Barren brauche ich? Ich bin der Meinung, es sind 12. Okay. Das heißt also 36 bräuchte ich. Und dann auch nur, wenn wir schon entsprechend einen Amboss haben. Ansonsten müsstest du den. Ja, ja, den Amboss haben wir ja schon. Du hast doch auch schon eine Eisenspitzhacke, oder nicht? Ich habe eine, ja. Ja. Oder hast du die gefunden gehabt? Nein, die habe ich nicht gefunden. Wobei theoretisch willst du den einfachen Weg? Warum? Wir müssen nicht zwingend eine Goldspitzhacke bauen, wir können uns auch eine erangeln. Du erangelst ja auch deine Spitzhacken. Eine der stärksten Spitzhacken im Spiel, die man als Nicht-Wall-of-Flesh-Besieger, also Nicht-Hard-Mode-Spieler kriegen kann, erangelt man. Aha. Allerdings müssten wir dann entsprechend die komplette Welt durchqueren. Und müssten im Meer fischen gehen. Richtig. Und dafür hast du auch damals diese komische andere Dings gebaut, ne? Allerdings? Karte. So, ich glaube, du hast doch eine Welt komplett nur für. Ja, genau die. Dafür war so ursprünglich mal gedacht, dass da entsprechend das Ganze mit kurzen Wegen über Minecraft-Strecken gebaut worden ist. Genau, das meine ich. Und heutzutage, wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich entsprechend das Ganze mit Scheiße, Teleporter. Ich glaube, ich kacke jetzt gleich ab. Wo bist du? Ich bin unter Wasser, das ist mein Problem. Kacke ich aus? Ja, das ist nur gerade nicht. Weil ich an der Seite Kupfer habe. Kupfer kannst du abbauen. Ja, kann ich. Das braucht nur seine Zeit. Ich bin jetzt schon bei der letzten Blubberblase. Achso, du bist an der Stelle dann. Ja, okay, das ist gut. So. Aber ich habe mir jetzt eine Luftblase hier gebastelt. Wie das physikalisch möglich sein soll, weiß ich nicht, aber schwarze Magie. Ich glaube auch. Um es wie in den Simpsons zu sagen, wenn irgendwas unerklärbar ist, Magie. Hm. Der Magier war es. Immer der Magier. Märchen sind real und Seebären existieren, ne? Genauso. Oder andersrum. Ich meine, es war andersrum. Allerdings wäre ich dann auch dafür, dass wir entsprechend uns eine Köderfarm bauen. Was du alles möchtest? Ja. Mach mal die Augen zu, dann siehst du, was da alles. Weltfrieden und Weltherrschaft. Ach, du möchtest aber nur über eine friedliche Welt herrschen? Ja. Aha. Ist ja langweilig. Nee, da hast du weniger Probleme damit. Na, da bin ich mir nicht so sicher. Die ganzen Soldaten sind arbeitslos. Na gut, besser ist, dass die von der Frau verweichlicht werden.
Ja, ganz ehrlich, wer ist auf die Schnapsidee gekommen, die von der Leyen als Außenministerin dahin zu setzen? Ich bin auch schuldig. Ja, ich auch. Ich hab die nicht gewählt. Ich hätte die auch nicht gewählt. Nicht als Außenministerin. Den hat mich ein Bunny angegriffen. Nein, ich hatte kein Bunny angegriffen, ich hab einen Schleim angegriffen. Kein Schleim-Bunny. Das andere sind Bunny-Schleims. Angriff der Killer-Bunnies. Also wenn irgendeiner von euch da draußen normal im Kopf ist und Terraria zocken möchte, ich habe da so einen Platz frei. Schon mal direkt Nachfolger suchen. Öffentliche Ausschreibung. Leute, hier könnt ihr Terraria mit einem der besten der Welt spielen. Definitiv nicht. So, ich habe jetzt eine Goldruhe. Alles, was da reinkommt, gehört mir. Okay, Goldruhe aufs Raum. Steht auf meinem Plan. Nein, wehe dir. Da ist mein Goldbunny drin. Verkauf das Ding. Nein, das wird nicht verkauft. Das brauchst du aber nicht. Das wird nicht verkauft, Feierabend. Was ist ein Tungstenbarren? Das ist ein Material, das auf der gleichen Stufe steht wie Kupfer. Wenn du eine Rüstung draus bauen kannst, einen Helm oder so, mach's, aber sonst brauchst du es nicht. Aha. Okay. Moment. Einmal kurz eine Goldcoin herstellen. Habe ich aus Versehen ein bisschen noch Köpfe erhalten. 100 Silbercoins gemacht habe. Wehe dir. Verkaufst es. Dann solltest du dir später einen Tresor organisieren. Was muss ich dafür können? Viel Geld haben. Wie viel? Ich glaube, es waren 10 Goldmünzen, die man da dafür braucht. Habe ich auch fast. Und entsprechend ist es, glaube ich, erst ein Hardmode-Gegenstand. Ein was? Ein Hardmode-Gegenstand. Okay, wir David, besiegt mal die Wall of Flesh. Na? Besiegt mal die Wall of Flesh. Oh, Wall of Flesh. Kein Problem. Ja, dann mach mal. Will ich sehen. Ich habe bloß noch nicht die richtigen Waffen da dafür. Du und dein Jojo wieder wahrscheinlich. Ich würde nicht mal das Jojo da dafür nehmen gerade. Also Lead Ore kann ich auch verkaufen, ne? Das ist das gleiche wie Eisen. Ach echt? Ja. Na gut, dann habe ich das jetzt gerade blöd, aber nicht. Das kannst du wieder zurückholen. Ja, das ist mir aber egal. Das brauchen wir. Ist ein Red Squire, also ein rotes Eichhörnchen, mehr wert als ein normales Squire? Ich glaube nein. Schade. Also ich habe unser neues Schnee-Eisbiom gefunden. Warum? Ich bin gerade da. Oh. Theoretisch, wenn du aus deiner Karte rauszoomst, müsstest du sehen, wo ich gerade bin. Ja, aber wenn du da hochgehst, dann solltest du nicht irgendwie in einem Eisbiom kommen, weil du kommst fast direkt bei uns raus. Du siehst auf der Karte, wo ich bin, oder? Warte, ich hab dich gerade, glaube ich, gesehen gehabt. Ah ne, du bist da hinten. Und hier ist das Eisbiom. Ah, okay. Aber die Map wird nicht für beide aufgedeckt? Das finde ich aber scheiße. Du siehst nur den Punkt, wo ich gerade bin. Das finde ich irgendwie scheiße. Bisschen, ja. Alter, das sieht voll aus, als ob ich so eine Nazi-Binde jetzt anhabe. Genossinnen und Genossen, es ist ein Genuss, eine Genossin zu genießen. Wie gesagt, meldet euch, ne? Auch nachts. Das klingt wieder seltsam. Frauen dürfen mich jederzeit anrufen. Was deine Freundin da wohl dazu sagen würde. Guckt meine Videos nicht, die weiß aber nicht. Ich hab was gefunden, das zu mir passt. Ein Goldkronleuchter. Und warum passt das zu dir? Du Kronleuchter, kennst du den Spruch nicht?
Das heißt, du Armleuchter. Ja, Kronleuchter, sag ich doch. Wie gesagt. Nee, nur wenn ihr auch nur halbwegs intelligent seid. Wenn ihr besser wisst, wo ihr alles drauf habt als ich, meldet euch. Okay, sagen wir es einfacher. Wenn ihr Sprüche drauf habt, meldet euch. Aufgeworfen, ist einfach nur Steinblock gewesen. Ja, mit diesem grünen drumherum. Ach, ein lila drumherum. Das ist Moos. Lila. Ja, Moos. Das gehört weiterhin als Moos. Wie gesagt, Leute, in Spielen wird das immer ganz genau dargestellt. Genauso wie in No Man's Sky auch. Das ist. Ja, also Moos ist auch in der echten Welt lila. Euer Biologielehrer lügt, wenn er sagt, dass es grün ist. Es gibt auch rotes. Ja, gibt es. Nur, es gibt nur kein grünes. Grünes gibt es auch. Nein, gibt es nicht. Es gibt kein grünes mehr. Achso, das ist echt. Von der Realität. Nein, ich meine nicht gerade. Genosse, die Klappe. Er wirft mir gerade einen bösen Blick zu, Leute. Tu ich gar nicht. Ich gucke am Bildschirm, weil ich gerade kämpfe. Es sieht auch jeder Zuschauer gerade so. Alles Lügen. Er blickt mir ganz gerade ganz böse ins Gesicht. Hat mir den Mittelfinger noch dazu gezeigt. Also er bildet sich Schwachheiten ein. Ich töte gerade einen Skeleton. Nein, warum tötest du Skeleton? Da hat niemand nichts mehr zu tun. Was ist das denn für ein Ernst? Hast du schon ein Goodie-Pack gefunden? Ein was? Ein Goodie-Pack. Als ob ich wüsste, was ein Goodie-Pack ist. Also hast du keins gefunden? Nein, hab ich nicht. Warum? Und wenn würde ich es nicht sagen. Kann ich jetzt selbst benutzen? Ja, kannst du. Das könnte ja nicht spielen. Warum? Was ist denn das? Wir befinden uns ja kurz vor Halloween und jetzt gibt es ganz viele Halloween-Bonus-Gegenstände hier. Ja. Und die Goodie-Packs sind entsprechend Päckchen, in denen Verkleidung und andere Halloween-Themenbezogene Sachen sind. Und wo kriegt man die? Gegner. Dropshaw hast du, ich glaube, 0,87% oder sowas. Der Flugscheiß haut für die Fakten wieder raus, das Spiel ist irgendwie. Ich hab's heute Morgen auch noch nicht gemacht. Ach, schon wieder eine Falle, ey. Ich hasse diese blöden Dinger. Glück oder sprengen? Pfeife. Okay, die kannst du mir nicht verkaufen. Die anderen nicht, oder was? Wenn du auf eine Sprengfalle drauf bist, nein. Ja, ich kenne da so jemanden, der da. Erfahrung, du machst das? Ja. Warum kommst du, wenn ich in der Ecke hoffe, ey? Skeleton! Warum sind die eigentlich alle verkleidet? Weil Halloween. Weil Halloween. Halloween ist keine Ausrede für alles, ey. Nicht genügend Reichweite, um mich anzugreifen. Ich habe schon überlegt, ob wir das so machen, dass wir öfter die Sicht switchen. Kann man machen. Die einzige Sache ist halt, also der Rechner, an dem ich ja spiele, ist ja auch sein Rechner. Aber ich habe den leistungsstärkeren Rechner. Wo bleibt eigentlich meine Fußmassage? Die asiatischen Rücken kommen mit. Na, okay. Wann sind die bestellt? 11, ne? Genau. Eine Stunde nach unserem Aufnahmeende.
weiß ich noch nicht, ob das... Geplante Aufnahme hätte. Ja, geplant ist vieles heute gewesen. Hört ihr da? Unter anderem, ja. Schade. Deine Weltuntergangsgeräte... Wobei, noch nicht. Ja, stimmt. Deine Weltuntergangsgeräte haben meistens ihren Verzug auch.